Ein mutmaßlich aus Berlin entführter vietnamesischer Geschäftsmann steht seit heute in seiner Heimat vor Gericht. Der ehemalige kommunistische Funktionär muss sich dort wegen Korruptionsvorwürfen verantworten. Ihm droht die Todesstrafe. Die Bundesregierung kritisiert das Verfahren. Sie ist überzeugt, dass der 52-Jährige im vorigen Jahr vom vietnamesischen Geheimdienst entführt wurde. Er hatte in Berlin Asyl beantragt. Ein heikler Prozess für Vietnam. Nur einheimische Journalisten dürfen von vor Ort berichten. Er steht im Mittelpunkt, Trinh Chuan Tan, Geschäftsmann und ehemaliger politischer Shootingstar der KP, der Kommunistischen Partei. Schwere Korruption und persönliche Bereicherung lautet die Anklage. Das könnte die Todesstrafe bedeuten. Wir müssen in dem Prozess mit dem Schlimmsten rechnen, insbesondere deswegen, weil ja der Generalsekretär der KP schon im November verkündet hat, mein Mandant sei schuldig und müsste jetzt entsprechend bestraft werden. Wissend über die Machtverhältnisse in Vietnam muss man das sehr ernst nehmen. Trinh Chuan Tan hatte in Deutschland Asyl beantragt, doch im Juli 2017 war er plötzlich verschwunden. Die Bundesbehörden sind überzeugt, Tan wurde beim Spaziergang im Berliner Tiergarten entführt. Die Spur führt von dort offenbar nach Altrepto zur vietnamesischen Botschaft. Die Bundesregierung weist später zwei Diplomaten aus. Vietnam protestiert. Im Staatsfernsehen taucht dieses Video auf. Tan gesteht seine Schuld, sagt vor der Kamera, er sei freiwillig zurückgekehrt. Heute deutliche Worte vom deutschen Regierungssprecher. Wir haben diese Entführung als völlig inakzeptabel verurteilt. Das ist ein Rechtsbruch. Wir haben sehr klar gesagt, dass dadurch auch das Vertrauen zwischen unseren beiden Regierungen gestört ist. Beobachter sehen in dem Prozess auch die Folge eines Machtkampfs innerhalb der Kommunistischen Partei zwischen Marxisten und Pragmatikern. Zu den Pragmatikern gehörte auch Tan und steht nun offensichtlich auf der Verliererseite.